Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Willst du immer gut ankommen? Mit einem Ford? Er hat alles, was du brauchst. Neu bei Ford. S-Max und Galaxy jetzt auch mit Allradantrieb. Ford ist der Einzige, der Allrad und Automatik anbietet. Eine unverbindliche Probefahrt wird dich überzeugen. Es gibt außerdem jede Menge Neuigkeiten, auch bei Ford Nutzfahrzeugen. Wenn du ein Auto suchst, du findest es bei Huber Kapfenberg. Gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier einladen? Nein, aber darf ich dir für Kracherl einladen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel, wenn es das nicht geben darf. Gut, besser, Gösser Kracherl. Juri Nickelsdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickelsdorf, da sind Sie in guten Händen. Ein Hoch dem 1. Mai, aber ein spezielles Hoch den ehrenamtlichen Mitarbeitern von den Fußballvereinen und den Helfern, die was da einiges leisten am Wochenende. Aber einiges leisten müssen natürlich heute auch die Brucker, denn die sind ja Zweiter in der Tabelle und die treffen auf den 9. auf Trofeiach. Und die St. Michler haben gestern mit dem 4:1-Sieg gegen Rapid Kapfenberg einiges vorgelegt und die Brucker, die sind unter Zugzwang. Die brauchen heute einfach einen Dreier. Wird sicher ein spannendes Spiel auf tiefem Boden. Über 200 Zuseher sind zu diesem Oberliga-Nordspiel ins Brucker Muenzl-Stadion gekommen und die Brucker, die dürfen sich heute keinen Unfall erlauben, brauchen einen Dreier. Nach der freundlichen Begrüßung geht's los. Bruck spielt traditionell in Blau-Gelb. Die St. Michler Kicker halten natürlich für Trofeiach die Daumen. Bruck versucht's mit dem ersten schnellen Angriffsversuch, aber die Ausbeute noch gering. Bruck bleibt dran, Riegel holt damit Torschuss Eckball raus, der Eckball bringt nichts ein. Bruck spielbestimmend, er spielt sich einige Torschancen, der Abschluss passt noch nicht ganz, da lässt man eine Doppelchance liegen. Trofeiach erstmalig mit diesem Entlastungsangriff gefährlich, Grillitsch scheitert an Gröblinger im Brucktor. 20 Minuten gespielt, Treffer gibt's für die Fans noch keinen. Aber in Minute 23 ist soweit. Marc Riegel geht da auf und davon. Tolle Riegelflanke auf Mehei und der macht's mit Kopf, das 1:0 für Bruck. Riegel hat da den Führungstreffer super rausgespielt. Darauf folgend gibt's eine Bruck-Unsicherheit in der Abwehr. Rabensteiner scheitert da an Gröblinger mit dieser Trofeiach-Möglichkeit. Gröblinger hat das super abgewehrte Trofeiach-Treffer verhindert. In Hälfte 1 tut sich nichts mehr, mit der 1:0 Bruckführung geht's in die Pause. Junger Mann, Lust auf 2 Thermenkarten der Therme Aqualux von uns, darf? Ja, gerne. Ja, und ich habe leichte Fragen heute. Sturm Graz hat einen neuen Sportdirektor, wer ist denn das? Ja, das ist der Günther Kreisel. Wo hat der Günther Kreisel zuletzt gearbeitet? In Wiener Neustadt. Was war er da? Sportlicher Leiter. Trainer, sportlicher, Mädchen für alles eigentlich dort. Ist richtig. Und wie schätzt du diese Person ein für Sturm? Ja, eigentlich das Standing in Österreich hätte ein gutes. Und ich glaube, der Sturm sicher da was Gutes an Land sagen hat. Hoffen wir natürlich auch, ich glaube auch. Und dann haben wir noch für Sommer einen neuen Stürmer bei Sturm Graz. Ja, einen Steirer haben wir erwischt. Den Danny Annala, der was bewiesen hat, dass er wahrscheinlich Sturm helfen kann.
Ja, und ich habe gesehen, du weißt ja alles und kriegst die zwei Thermakarten der Therme Aquarix Vonsdorf. Gratulation. Danke, recht schön. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Bruck baut da einen gefälligen Angriff auf, testet da gleich mal den Trofeiach-Schlussmann. René Lerch, der Trofeiach-Trainer, ist da ein bisserl aufgebracht, ist mit einer Schiri-Entscheidung gar nicht einverstanden. Bruck bleibt spielbestimmend und gefährlich. Hegedüs verhindert nach Bruck-Angriff mit Fußabwehr einen Bruck-Treffer. Auf der Gegenseite steht Ertl nicht gut, Rabensteiner rollt da aber daneben. Nun wieder Bruck, Riegel zündet wieder den Turbo, tolle Hereingabe und Mehai verwertet den Stangelpass zum 2:0 für Bruck. Schaut gut aus. Riegel heute in toller Form. Nach Bruck Ballverlust, Trofeiach muckt nochmal auf, lässt da den Anschlusstreffer liegen. Gröblinger rettet. Mehai ist nicht nur ein guter Torschütze, auch ein guter Vorbereiter. Nach Mehai-Reingabe drückt Buska 1:3. Für Bruck ist der Sack zu. Einen super Angriff gibt's noch von den Blau-Gelben, aber Treffer gibt's keinen mehr. Bruck schlägt Trofeiach sicher mit 3:0 und darf feiern. Dieser Sieg freut natürlich auch den Herrn Bürgermeister. Es war heute ein wichtiges Spiel und wirklich ein verdienter Sieg. Dieses 3:0 hochverdient und wir sind wirklich auf gutem Wege, Meister zu werden. Waren auch nicht so wenig Zuschauer da heute? Nein, 1. Mai hat eine Tradition in Bruck. Wir erlauben uns als Stadt hier immer zu diesem Spiel auch entsprechend einzuladen. Das heißt, es ist bei freiem Eintritt zu besuchen und da kommen natürlich immer ein paar Besucherinnen und Besucher mehr und das soll auch so sein und es war eine sehr, sehr gute Stimmung heute. Die Meisterschaft, die verläuft ja spannend. Es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen St. Michel und Bruck und es schaut alles so aus, wie das in der letzten Runde in St. Michel entschieden wird, das Ganze. Wahrscheinlich wird das große Finale werden in St. Michael und ich bin überzeugt, dass wir hier durchaus sehr, sehr große Chancen haben, auch St. Michael zu Hause zu schlagen, also auswärts zu schlagen sozusagen und wirklich Meister zu werden und endlich wieder mal in die Landesliga aufzusteigen. Der Philipp Gröblinger in Bruck, der hat heute die 2:0 gehalten, waren aber da ein paar Sachen auch da, war der Sieg eigentlich verdient, oder? Ja, ich sage, der Sieg mit dem 3:0 war halt sicher mehr als verdient für uns. Wir haben am Anfang eine schöne Druckphase gehabt, da haben wir viele Chancen gehabt, die was uns leider nicht gelungen sind, dass wir es ins Tor unterbringen, wie in den letzten paar Spielen. Aber wir sind draufgeblieben. Wir haben dann das 1:0 gemacht und dann haben wir leider den Fehler gemacht, dass wir uns aufgehört haben zum Fußballspielen. Dann sind die zu Chancen gekommen, aber ja, 1:0 war in der Pause. Die zweite Halbzeit haben wir uns dann eigentlich die ersten paar Minuten das vorgenommen, wie wir erste Halbzeit angefangen haben. Es hat leider nicht so funktioniert, aber wir haben dann in der richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht. Ja, die Revanche ist geglückt. Im Herbst hat man ja in Trofeiach 1:0 verloren und heute hat man 3:0 gewonnen. Passt alles wieder. Ja, das war eine offene Rechnung, haben wir gehabt. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir das begleichen. Mehr können wir nicht machen. 3:0 gewonnen. Problem sind wir an unserem Kontrahenten und ja. Schauen wir, wenn wir die restlichen Spiele alle gewinnen, sind wir am Ende dort, wo wir hin wollen. Ja, wie hat der René Lerch dieses Spiel gesehen, diese 3:0 Niederlage da in Bruck? Ja, bittere Niederlage für uns, aber auch verdiente Niederlage, muss man sagen. Der Gegner war einfach um das Eizel stärker. Wir haben zwar beim 1:0 für Bruck, haben wir dann ziemlich gut gespielt, muss ich sagen, zwischendurch. Und haben auch die Chancen aufs 1:1 gehabt, haben wir nicht gemacht und dann natürlich mit dem 2:0 über das Spiel gegessen, muss ich sagen. Und dann im Nachhinein müssen wir froh sein, dass wir nicht noch 1:2 gekriegt haben. Es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel zwischen St. Michel und Bruck. Was glaubst du, wer wird am Ende dann der Sieger sein? Wer wird aufsteigen? Ah, das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe von Haus aus gesagt, dass St. Michel bis zum Ende dabei bleiben wird um einen Mastertitel. Das hat mir fast keiner geglaubt, ist aber so. Bruck ist halt gut beraten, wenn sie das nicht bis aufs letzte Spiel drauf ankommen lassen in St. Michel, sage ich mal. Prognose traue ich mir keine abgehen. Bruck ist eine sehr gute Mannschaft, sieht man, und St. Michel ist ja halt auch eine eingeschwörste Partie. Das ist so.